Das Türchen in unserem heutigen Adventskalender zeigt euch eine Krippe zum Hängen. Meine Krippe hängt in meiner Terrassentür, aber das passt doch überall anders hin, wie ihr das gerade möchtet. Dazu habe ich einen Ast genommen und diesen mit Sisal umwickelt, weißen Winter Colors Sterne darauf geklebt, goldenes Dekoband, eine Kordel zum Aufhängen mit einem silbernen Stern in Holzoptik und daran habe ich ein langes Dekoband gehängt, was mit Draht verstärkt ist auf der Seite und mir Winter Colors Folien besorgt. Feste Folien für ein Windrad und habe den Stern von Bethlehem gemacht, dann den Esel, Josef, das Kind in der Krippe, Jesus, Maria und den Ochsen. Dazwischen habe ich Anissternchen geklebt, hier unten noch ein Schäfchen. Und rechts und links habe ich eine goldrote, grüne Kordel aufgeklebt, die auch hinunterhängt. Und lauter Schäfchen, liegende und stehende, aus Winter Colors gemacht und angeklebt. Und auf der anderen Seite auch nach oben noch ein Mond mit Sternen und meine kleinen süßen Schäfchen. Daran hängt noch eine LED-Lichter-Sternenkette und auf der Seite noch ein Dekoband extra, das braucht ihr aber nicht, was ich euch beim anderen Türchen zeigen werde. Nun seht ihr, wie einfach eine wundervolle kleine Krippe für die Weihnachtszeit gemacht werden kann, auch zusammen mit euren Kindern, die man jedes Jahr aufs Neue wieder aufhängen kann, ob im Wohnzimmer, im Fenster, an einem Balken vielleicht in eurer Wohnung, wenn ihr es rustikal habt, oder aber auch an einer wunderschönen weißen Wand, wirkt das ganz edel. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Türchen.